Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge von Neu im Regal. Ein schon sehr beliebtes neues Format von uns, bei dem wir auspacken. Nee, nicht ganz. Also wir haben es schon ausgepackt vorher, die Pakete, die vom Postboten kommen. Und unsere neuen Spiele, die wir hoffentlich bald dann auch im Detail vorstellen. Und heute haben wir eine Menge. Ich glaube, das ist das größte... Die größte Menge an Spielen, ich weiß nicht, was passiert ist, aber heute kam manchmal kommt viel auf einmal, manchmal kommt nichts. Das ist ja auch deswegen, es gibt ja nicht ganz regelmäßiges Format, mal kommt halt was, mal nicht. Und mit heute meinen wir wirklich heute, während wir schon am Drehen waren, kam das riesige Paket, weswegen wir jetzt wirklich nichts anderes gemacht haben, als es ausgepackt, die Folien abgemacht, damit es nicht so komisch spiegelt. Und rein ins Vergnügen. Und teilweise werdet ihr jetzt auch uns live dabei erwischen, weil es auch Dinge dabei sind, die wir gar nicht angefragt haben, sondern die einfach uns zugeschickt wurden und so weiter. Wo wir einfach selber mal gucken müssen, was das überhaupt ist. Aber es sind schöne Sachen dabei. Ja, das sind auch einige Sachen dabei, die wir unbedingt haben wollten. So habe ich das nicht gemeint. Und deswegen auch in absoluter unchronologischer Reihenfolge, eher der Größe nach sortiert, nicht nach Interesse oder sonst irgendwas. Einfach zack, los geht's mit dem ersten. Das liegt hier unten auf dem Boden. Bevor wir es vergessen, Carta Imperia Vittoria, da weiß ich ja, freust du dich auch, hier ist noch ein kleiner Zettel, da heißt auch, das ist das Ziff-Spiel mit Ziff-Karten. Ja, es ist ein strategischer und interaktiver Wettlauf zum Sieg. Um zu gewinnen, musst du deine Karten klug kombinieren und deine Zivilisation sorgfältig entwickeln. Ja. Von Ludonaute übrigens, ne? Und fahren 2 bis 4 Spieler. Das könnte vielleicht auch mal ein Let's Play sein bei uns. Nochmal auf. Ja? Karten. Karten, kleines Zivilisationsspiel hier, Militär, Religion, Wirtschaft. Da schlagen alle Zivilisationsherzen höher und das ist auch meins. Ich bin jetzt 20 Minuten nur, das finde ich, das ist wirklich ein sehr kurzes Zivilisationsspiel. Auch ab 8, also scheinbar auch gar nicht so kompliziert. Mhm. Und ich bin ja sonst nicht der Freund von solchen ungewöhnlichen Schachtelformaten. Mhm. Aber wenn das jetzt wirklich irgendwie, wenn das was taugt, dann kann man es immerhin mitnehmen. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Und Ludonaute ist immer für was gut. Naja, vielleicht findet man einen Platz im kleinen Spieleregal. Oder in so einem Lückenslot. Shelf of Nee, aber es ist. Ich freue mich, ich habe mir da schon länger drauf gefreut. Es steht auf meiner Liste, auf deiner stand es auch. Das sah von Anfang an interessant aus. Das wurde, glaube ich, auf dieser Spielmesse. Spiel doch. Wurde das zum ersten Mal vorgestellt. Dort gab es da auch schon. Und da waren wir allein nicht. Nee, da waren wir nicht. Aber habe ich von gehört. Ja, und dann haben wir Sachen von AEG bekommen und tatsächlich, das ist das Erste, was mir überhaupt nicht sagt, Drain Maker. Das ist auch noch auf Englisch, also ich vermute, das sind Sachen, die jetzt auf der GenCon oder so erstmal so richtig kommen werden. Achtung, es hat so Custom Dice mit so Zugsymbolen drauf. Ja, also es ist offensichtlich dein Lieblingsgenre, Eisenbahnspiel. Und da heißt es, nämlich hier... Ein Old West Game, also im alten Westen angesiedelt, mit man muss die Würfel, Rolling Dice, Building Trains, Collecting Züge bauen Stations. Und Bahnhöfe sammeln. Also so ein bisschen, so ein Eisenbahneraufbauspiel, Push Your Luck, Dice Game. Für 1 bis 6 Spieler. Ja. 1 bis 6 Spieler. Ja, 1 bis 6. Wie lange dauert das Ganze? Du kannst auch für dich selber so ein bisschen. Das Ganze dauert 10 Minuten. Ja. Also als ich es von vorne gesehen habe... Trainmaker finde ich auf jeden Fall einen coolen Titel. Ja, Trainmaker ist ein cooler Titel. Ich finde, von vorne sieht es ein bisschen altmodisch aus. Aber als ich es dann umgedreht habe und hier diese Würfelchen gesehen habe mit diesen Zugsymbolen drauf und so... Was da so drin ist. Ja, auf jeden Fall. Finde ich es dann irgendwie doch wieder ganz... hier, guck mal hier. Schöne Custom Dice mit Zugsymbolen drauf. Das sieht cool aus. Ja. Die sehen sogar besser aus als auf der Schachtel. Und die Karten sind auch hübsch. Ja, also... Also mal gucken. AEG, auf jeden Fall interessant. Aber hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar, weiß auch immer noch nicht genau, was es ist, aber es sieht interessant aus. Trainmaker von, haben wir gesagt, Chris Leder. Oder Leder. Und auch von, was? Ja, auch von AEG kam Greedy Kingdoms von Hayato Kisaragi und Bruno Faiduti. Ja. Was genau ist es? Bruno Faiduti, das hört sich cool an. Outwit the Rival Kingdom. Ja, sieht so aus, ein Kartenspiel, wo man sich offensichtlich gegenseitig... Ist es ein Zwei-Personen-Spiel? Für zwei Personen, 20 Minuten. Weil jeder quasi ein Königreich verkörpert, die dann irgendwie gierig aufeinander losstürzen. Offensichtlich mit Karten. So ein bisschen, was ich interessant finde, ist, es sieht so aus, als wäre das, hätte das so einen Manga-Style. Ja, weiß nicht, ob das... Ja, genau. Es ist so Manga-Style mit Karten. Und Bruno Faiduti hat auch noch mitgemacht. Also so eine schöne Zusammenarbeit zwischen einem
japanischen und einem europäischen Auto. Das könnte richtig interessant sein. Ja, und es geht irgendwie darum, der Erste, der es schafft, zwei Royal Palaces zu bauen, um quasi seinen Reichtum und seinen Prestige zu der ganzen Welt zu zeigen, der gewinnt. Es ist also ein Wettstreit zwischen diesen beiden Königreichen. Wem das zuerst gelingt, der hat gewonnen. Ziemlich cool. Ja, und wirklich so ein totaler Manga-Style in den Karten. Oh, guck mal, wir haben noch ein Begleitschreiben, wen es interessiert. Es gibt, ist erst ab September erhältlich, Greedy Kingdoms. Mhm. Und sie schreiben selber, es ist ein fast and easy to learn bluffing game für zwei Spieler. Also ein schnell gespieltes und einfach zu lernendes Bluff-Spiel für zwei Spieler. Ja, und ursprünglicher Verlag ist Big in Japan. Das ist die Line, Big in Japan Line. Ach, das ist die Line? Ja. Ah. Das ist quasi das neue Spiel, das der Big in Japan Line. Könnte ich mir auch als Machen Let's den Play, als noch Let's Play rein. Gut vorstellen, muss ich sagen. Ja, das klingt sehr nach einem Let's Play. Ja. Und das, was ich tatsächlich auch nicht auf dem Zettel hatte und mich selber schäme, wie das passieren konnte, ein weiterer Titel von AEG aus der Big in Japan Line von Hiroki Kasama. Wahrscheinlich, weil es auch so neu ist. Magical Treehouse. Craft powerful potions in your Ember Abode. Also wir bauen magische Baumhäuser, in denen wir dann auch noch Zaubertränke brauen oder sowas in der Art. Komm, wir gucken mal nicht, dass das da auch noch ein persönliches Anschreiben mit drin ist. Das ist so. Das sieht ziemlich ab. Das ist vor allem auch, finde ich, optisch sehr interessant. Ja. It's a real-time drafting game. Also ein Echtzeit-Drafting game. Wo wir, ja, wie ich gesagt habe, amazing Treehouses bauen. Also ganz fantastische Baumhäuser errichten. Und das ist ja fantastisch. Mein Gott, wie hieß es nochmal? Da drüben liegt es, oh Gott, Magic, wie heißt das? Du weißt schon, ja, das Baumhaus. Mein allererstes Baumhaus. Mein allererstes Baumhaus. Zieh dich warm an. Hier kommt der Herausforderer. Hiroki Kasawa, ja. Und auch das ab September in den Stores erhältlich. Ja, da bin ich extrem gespannt drauf. Das ist ein Gen-Con-Neuheit. Wir brauchen, wer muss schon nach Amerika fahren? Ja, das sieht man, man baut halt irgendwie so, kann ja wirklich die Häuser so hoch bauen, also das Haus oben wird dann immer höher, aber im Stamm sind scheinbar so Effekte angegeben und da kann man wohl sich dann so Effekte in seine Baumhäuser reinbauen, die aber, wie es aussieht, gibt es auch einen Spielplan, wo dann die Baumhäuser, wo die wirklich platziert sind und sowas. Ich bin wirklich neugierig. Sehr, sehr cool. Weiter geht's. Magical Treehouse. Dann haben wir bekommen Untold. Das ist quasi, vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal von den Story Cubes gehört. Und das ist jetzt, das war mehr ein Erzählspiel als Spiel im Sinne, wo er einfach nur diese Würfel geworfen hat, so wirklich coole Custom Dice, wo man dann halt einfach anhand der Symbole eine Geschichte erzählt. Aber das war ein sehr erfolgreiches Format, es gibt extrem viele Story Cubes und das ist jetzt meines Wissens das erste richtige Brettspiel, das Story Cubes verwendet. Untold, das Abenteuer wartet, der Verlag ist Hub Games im Vertrieb bei Asmodee. Ich glaube, Asmodee hat doch auch die Rechte an Story Cubes gekauft. Ah. Glaube ich mal irgendwo gelesen. Die Autoren sind John Fior und Rory O'Connor, der hatte auch die Spielidee, vielleicht hat er auch die Story Cubes erfunden, das weiß ich jetzt nicht genau. Und das ist irgendwie ein das Erzählspiel im Episodenformat. Genau, also irgendein kooperativ, storylastiges Erzählspiel mit mehreren. Kann man auch Episoden alleine spielen? Das frage ich mich ja, wie das gehen soll. Ein Erzählspiel, das man auch alleine spielen kann. 1 bis 4 Spieler. Und naja, und auf jeden Fall, es basiert oft eben auf den. Und ist inspiriert durch eure Lieblingsserien. Also ich vermute, dass man sozusagen, na hier, man kann eben unterschiedlichste Geschichten. Einmal Verschwörung zack, und sowas. Einmal hier mutige Besatzung Raumschiff, die sich in eine Alien-Invasion stellt. Dann ist hier eine Gruppe Abenteurer, die eine magische Reise begeht. Oder dann Ermittler-Duo, das irgendeine Verschwörung auf die Spur kommt. Das ist eigentlich genau dein Ding. Ja, das ist, glaube ich. Ich habe schon immer eigentlich den Gedanken gehabt, mir einfach alle Story Cubes zu kaufen und dann würfel ich halt. Dann würfelst du einfach. Entwickle ich so ein komplexes eigenes System, das ich nie veröffentliche und würfel so meine Geschichten. Ziemlich cool. Okay. Da bin ich auch neugierig, wirklich. Ja. Dann, ich bin ja großer Small World Fan und hier gibt es jetzt zwei Power Packs, nennen die sich Power Pack 1 und Power Pack 2, die quasi halt diese Erweiterungen enthalten. Also der ein oder andere, der von der ersten Edition an dabei war und sich alles rechtzeitig immer gekauft hat, er hat vielleicht die nicht, Sachen schon, weil hier zum Beispiel im Powerpack 1 ist quasi dabei die Mini-Erweiterung Keine Panik und die Mini-Erweiterung Im Netz der Spinne. Und hier haben wir drin Verflucht, Royal Bonus und Frauenpower Small World Erweiterung. Ne? Steht hier auch alles nochmal hier oben. Genau, steht vorne auch nochmal drauf. Ja, also das
ist einfach quasi, ja, das ist einfach halt so ein, ist natürlich cool für alle, die da nicht mitgemacht haben. Wenn Häuptling Wilde Himbeere jetzt hier wäre, könnten wir ihn laut schreien hören. Vor Begeisterung, versteht sich, weil auch er ist wirklich großer Small World Fan, das hatten wir einmal. Das ist auch noch ein Loch in unserem Kanal, muss ich mal sagen. Das stimmt. Den könntest du mal stoppen. Das hatten wir einmal in so einem längeren Sommerurlaub als einziges großes Brettspiel dabei und haben das wirklich nächtelang rauf und runter gespielt. Ja, es wird jetzt Zeit für das große Small World Special, wo dann auch all diese Powerpacks und Erweiterungskram und so vorgestellt wird. Definitiv. Das solltest du definitiv machen. Ja. Es nimmt kein Ende. Wir haben von Bankies Edition, Black Rock Games, haben wir bekommen Banquet Royal, ein Spiel von Alain Rivollet, illustriert von Vincent Schubert. Ja, ein und Kochspiel, das ist doch auch ein. Das ist doch auch ein schönes. Für, hier, guck mal, ja, tatsächlich. Zwei bis vier Spieler ab 7 Jahren, also ein Familienspiel, 20 Minuten. Becoming the Royal Cook. Also, ne, wer hat immer schon davon geträumt, der Hofkoch des Königs zu werden. Ja? Und da muss man halt auch Mahlzeiten zubereiten. Also es wirkt so ein bisschen wie Kitchen Rush, aber ich glaube, es ist nicht. Was für eine Art Mechanismus kann man jetzt noch nicht so richtig erkennen. Ja. Place Memorize dishes on the board game. Also man muss auf jeden Fall sich was merken. Das ist, glaube ich, nicht Echtzeit. Ah ja, nennt man. Geht, scheint auf jeden Fall was mit Erinnern und Memory-Effekt und sowas zu tun zu haben. Schauen wir uns gerne an. Wie gesagt, die Top 10 der Restaurant- und Kochspiele, die ist ja schon in Arbeit. Ja, da könnte es vielleicht noch wieder auftauchen. Dann eine meiner Lieblingsserien hat es als Brettspiel geschafft, gefühlt 2-3 Jahre zu spät, aber Breaking Bad ist immer noch Breaking Bad und es gibt ja auch Better Call Saul als Spin-off. Es ist natürlich nach wie vor lebendig, auch wenn die Serie inzwischen abgeschlossen ist. Ich bin extrem gespannt. Es ist ab 18 Jahren 3-8 Spieler, 1-2 Stunden. Mich beunruhigt eher, dass ich bisher so wenig darüber gehört habe. Aber manchmal gehen Sachen auch einfach unter, schwimmen unter dem Radar. Das Spiel ist übrigens von Thomas Rofidal und Antoine Morfan. Ich finde das Cover sensationell gut. Aber vielleicht haben sie einfach so lange gebraucht, um die Lizenzfrage zu klären. Ja, Sony Pictures Edge. Ja, 3-8 Spieler. 3-8. Entschuldigung. Tut mir da jetzt wirklich, also es basiert natürlich auf der Serie, ist ja klar. Man versetzt einen direkt in diese Welt von Albuquerque. Ja, man kann halt, glaube ich, als man spielt nicht jeder spielt Heisenberg, sondern man kann natürlich auch andere Leute spielen, wie den Los Polos Hermanos oder einen vom Juarez-Kartell. Oh. Ja, und es geht natürlich schon darum, Blue Sky, also dieses fiktive blaue Crystal aus der Serie herzustellen. Deswegen auch ab 18 Jahren. Wahrscheinlich, aber wir selber drin gucken. Ja. Ja, willst du kochen, ist auch der Slogan. Tja. Ja, ich bin neugierig. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja. Viel brauchen wir dazu auch nicht sagen, da freuen wir uns beide wahnsinnig drauf. Da gingen, als die Kamera aus war und Sing war gerade aus der Schachtel ausgepackt, schon die ersten Diskussionen, wo wird es jetzt zuerst hin mitgenommen, weil bei Unlock hat sowohl Hunter als auch ich jeweils eine individuelle Spielerunde. Das sind ja auch Sachen, die man nur einmal spielen kann. Ich hoffe, ihr kennt es. Das ist quasi das französische Exit, das Escape Game, bei dem nichts zerrissen werden muss. Mein das eher wie so ein Adventure-Point-and-Click-System funktioniert und das uns bisher, es gab 2 Dreierpacks bisher sozusagen und die waren beide wirklich bombastisch gut. Und hier kommt jetzt auch einmal eine No-Side-Story. Ja, das ist auch geil, dass jetzt No-Side weiter, weil das war auch, finde ich, das coolste Thema zumindest, sage ich mal. Das auch am ehesten an so ein altes LucasArts-Adventure vom Grafikstil erinnert hatte. Dann jetzt neu Tombstone Express, so ein Wild-West-Ding und die Abenteuer von Oz. Ja, faszinierend. Vor allem auch wieder ganz anderer Stil, jeweils in den Abenteuern optisch und natürlich auch erzählerisch, bin ich mir ganz sicher. Demnächst gibt es einen spoilerfreien Bericht darüber, wie wir das machen. Ich denke auch, da kommen wir schnell dazu. Ui. Die Jagd nach dem Ring, Häuptling Wilde Himbeere, wird sich extrem freuen, dass es davon jetzt auch die deutsche Edition gibt. Ares Games hat es ja auf Englisch rausgebracht. Das hier ist jetzt die deutsche im Vertrieb bei Asmodee und es ist natürlich immer noch ein Spiel von Marco Maggi, Gabriele Mari und Francesco Nepitello. Und das sind die Macher vom großen Ringkrieg, das ein weiteres schwarzes Loch auf unserem Kanal ist. Aber ja, das sind die großen Herr der Ringe-Spiele, die auch zum Teil einen sehr guten, bis sehr, sehr guten Ruf haben. Und das ist quasi das neueste Werk, kam letztes Jahr auf Englisch schon raus. Hunt for the Ring oder sowas, steht da hinten auch auf Englisch irgendwo. Und das ist jetzt halt Jagd
nach dem Ring. Sehr für schön. 2 bis 5 Spieler. Ja, 2 bis 5, 90 Minuten. Ja, also ein größeres Brettspiel halt. Ja. Wir haben es bald geschafft, aber da kommen noch ein paar echte Leckerbisse, wie zum Beispiel, endlich ist es da, endlich. Pulsar 2849 oder 2008. Viele von euch werden es schon haben. 40, ja. Das neue Spiel von Wladimir Suchi, wo wir auch, wo wir darauf hingewiesen wurden, das ist wirklich ein tolles Science-Fiction-Spiel. Es wurde auch beim Patreon-Voting letzten Monat auf Platz 2 gewotet. Da hatten wir es doch noch gar nicht. Ja, da hatten wir es noch gar nicht, aber ich habe es trotzdem mal draufgepackt. Auf Gefahr hin. Ja. Ich wusste auch, dass ihr es gerne sehen wollt und wir wussten ja auch, wir kriegen es jetzt irgendwie und wir werden es auch demnächst machen. Nämlich eh gesagt, weil das Voting ist nämlich jetzt auch mal ausgefallen. Muss meine Top 10 der Weltraumspiele umgeschrieben werden? Ja, das ist die große Frage und es könnte sein, also ich habe es ja schon mal gespielt und ich fand es da schon, ja, auf dem Burg-Event. Und ich fand es da schon sehr gut. Es ist allerdings schon ein bisschen eine harte Kost, ja, so ein bisschen abstrakt kommt es daher, aber es ist wirklich innovatives, innovatives, auch passendes, komplexes Eurogame, ja. Bin extrem gespannt. Also es sieht wirklich schick aus, es hat ein stylisches Cover, einen coolen Look und man hat irgendwie schon Positives. Es ist, ja. Was gibt's Schöneres, an ein Spiel heranzugehen, als mit dieser Erwartungshaltung? Hohe Erwartungshaltung. Way of the Panda, das neue Cool Mini or Not Spiel mit Pandas. Und der Autor ist ein Spiel von Andrea Mainini, Walter Obert und Alberto Ventramini. Und das scheinen mir Leute zu sein, die viel Spaß hatten mit Kung Fu Panda. Ja. Die ist auch wirklich, ich hatte auch viel Spaß mit der Trilogie. 3 Teile sind es, glaube ich. Und jetzt, das wirkt so ein bisschen inspiriert davon, ist aber nicht Kung Fu Panda, sondern es ist Way of the Panda. Es ist das Ganze schon nochmal ein bisschen ernsthafter und ohne Comic-Grafik, auch wenn es hier so ein bisschen netter, aber es ist eine düstere Panda-Interpretation. Also erstmal muss man, ich habe es auf der GenCon aber nur ganz kurz, weil da war ja so viel, das konnte man nicht alles machen. Ich habe ganz kurz mich ein bisschen in der Demo ein bisschen was erklären lassen. Wenn ich das richtig gecheckt habe, ist das auch ein Area-Control-Spiel mit verschiedenen Fähigkeiten der einzelnen Pandas. Das Ding ist, es ist nicht direkt von Kulmin, das ist vielleicht das Interessante, es ist nämlich eigentlich von Pendragon Game Studio, ja, und dann hat das Kulmini nur sozusagen unter seine Fittiche genommen, natürlich war es auch ein Kickstarter. Und jetzt eben hier die Retail-Version auf Deutsch von Asmodee und ja, also ich bin schon gespannt, ich habe da noch keine Meinung dazu, es war jetzt eher so ein erster Eindruck. Thematisch, es sind quasi die 4 Panda-Clans und das sind böse Ninjas und die rauben uns seit Jahren immer aus und jetzt ist die Zeit zurückzuschlagen, es gilt das Land vor diesen Ninjas zu befreien und irgendwie halt seine Pandas geschickt auszusenden, Missionen zu erfüllen und sowas, um da voranzukommen. Nicht Blood Rage oder Rising Sun, weil es ja auch nicht von Eric M. Lang ist, sondern es ist was ganz anderes. Ja. Wir dürfen auch nicht mehr, die Leute schimpfen ja. Ja, schimpfen wir. Entschuldigung. Und dann, zu guter Letzt, der Vollständigkeit halber, haben wir geschickt bekommen. Nicht zu guter Letzt, ich habe auch noch Sachen. Du hast auch noch Sachen? Ja, das hatte ich alles nicht gepasst. Prospero Hall ist der Autor, das Spiel heißt Agentenjagd, ist von Schmidt Spiele und wirkt so ein bisschen, ich weiß überhaupt nichts drüber, aber es wirkt so ein bisschen wie so ein modernes, app-gebundenes Scotland Yard-Spiel. Also hier heißt es, wir sind Agenten und versuchen den Spion zu finden, der sich in einer der Städte auf dem Spielplan versteckt hält. Ja. Mit App, ja, und das ist natürlich ein Familienspiel von Schmidt. Ein richtiges Familienspiel, genau, ab 8. Genau, das heißt ab 8, 2 bis 4, 20 bis 30 Minuten. Ja, hatten wir auch noch gar nichts davon. Aber es ist quasi die Deduktion. Es muss quasi spielen. Niemand, ist Deduktion die App spielt quasi Mr. X. Wahrscheinlich, so verstehen. Ja. Ja, interessant auf jeden Fall. Gucken wir uns mal an, was das kann. Auf meiner Seite war es das tatsächlich. Ja, auf meiner Seite ist noch was. Und zwar hier der 3. Erweiterungszyklus jetzt schon von Arkham Horror, das Kartenspiel. Dazu will ich nur Folgendes sagen. Das vergessene Zeitalter, da heißt es. Und ich will noch Folgendes sagen. Bald kommt, ich weiß, wir haben zu den Erweiterungssachen noch gar nichts gemacht. Sind wir leider bislang noch nicht komplett dazu gekommen. Aber ich spiele jetzt die ganzen Erweiterungen durch. Und werde sie dann solo vorstellen. Ja. Auch mit den ganzen Bonus-Packs. Das hier ist eben jetzt wieder nur der Anfang. Ne? Es ist ja immer so bei den Erweiterungen, du kriegst dann immer eine Box. Das ist aber eine ganze Kampagne, wo man dann noch so
Booster-Packs quasi dazu kauft, ist ja ein LCG. Ich werde es ja auch irgendwann spielen, aber wir sind halt nicht schnell genug zusammen. Vielleicht mache ich dann noch ein Meinungs-Update-Video eines Tages. Ja, oder wir machen mal so das taucht dann sicherlich auch wieder in den besten Listen auf Arkham Horror. Ich wollte nur klarstellen, dass die Leute denken, der Krone hat keinen Bock auf Arkham Horror, das Kartenspiel. Ganz im Gegenteil. Auf jeden Fall, ja, das haben wir ja auch ein Prädikat vergeben. Aber spielen es halt nicht zusammen, sondern jeder mit seiner eigenen Gruppe. Und jetzt mache ich erstmal die ganzen Sachen und dann gucken wir mal. Ja? Vielleicht vergeht ihr auch die Lust, wenn ich es in der Luft zerrissen habe. Ja, das wird auch nicht passieren. Ja. Trotzdem, ich bin. Du bist ein kleiner Arkham-Horror-Fan. Nein, ich bin Arkham-Horror-Fan. Ich bin halt ein Lovecraft-Fan und es ist thematisch die coolste Umsetzung. Ja, muss man einfach immer noch sagen. Trotzdem bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Das wollte ich nur dazu sagen. Und dann was ganz Aktuelles, ja? Handmuster, denn ich weiß, was ein Handmuster ist, wir haben es in Brettspielbegriffen erklärt. The Forbidden City von Game Brewer. Ja. Und der Hinweis dazu, es ist ein aktueller Kickstarter, die haben uns jetzt ein Handmuster geschickt. Läuft der noch oder ist vielleicht inzwischen auch abgeschlossen? Vielleicht ist der jetzt auch inzwischen abgeschlossen. Er war auf jeden Fall gut hoch im Kurs. Ja, auf jeden Fall sehr interessantes Eurogame von Andreas Steding, kein Unbekannter. Ja, sowas wie Staufer und so hat er gemacht. Und sieht sehr schick aus. Game Brewer ist auf der BerlinCon, was uns unglaublich freut, dass wir jetzt auch ein paar ausländische Verlage haben und Game Brewer ist auch einer davon. Und deswegen werden wir uns The Forbidden City jetzt auch noch schnell auch noch in dieser Handmusterform mal angucken. Ja, sieht so ein bisschen aus wie ein Wurzel Game Spiel, finde ich. Wahrscheinlich, weil es ein bisschen Shanguo-mäßig aussieht. Es ist optisch sehr ansprechend gewesen. Ich habe die Kickstarter-Kampagne verfolgt und es war durchaus eine Augenweite und scheint auch viele Fans gefunden zu haben. Ich bin da auch neugierig. Ja. Von Game Brewer hatten wir zuletzt einmal das fantastische Space... Sag mal, wieso stehe ich denn heute so Space Station Freaks? Nein. Wo man diese Leute baut. Ach so. Auf der Raumstation, diese mutierten Aliens. Du meinst, jetzt stehe ich auch. Chimera Station, danke. Chimera Station und das andere Pixie Queen. Das waren die letzten beiden Game Brewer Titel und Chimera Station hat uns ja sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen bin ich tatsächlich neugierig. Mein Gott, gerade nochmal die Kurve bekommen. Das ist dein Gehirn ist so durch diese Weltmeisterschaftsgeschichten so ein bisschen überschrieben gerade. Wir haben es gleich geschafft. Das Beste kommt zum Schluss. Ein Gimmick gibt's noch. Wenn ich es schaffe, es auf den Tisch zu stellen. Es ist Smash Up, the bigger, geekier Box. Aber wer jetzt bewusstlos vom Stuhl fällt, das ist natürlich eine Leerbox. Leerbox. Die Fortsetzung ist so geil. Wie heißt die erste? Die steht da oben. The Big Geeky Box oder The Big Geek Box. Jetzt ist halt The Bigger Geeky Box. We're gonna need a bigger box. Ja, we're gonna need a bigger box. Das ist natürlich sensationell. Und es ist tatsächlich einfach die neue Storage Box für wenn man alles von Smash Up haben will. Häuptling Wilde Himbeere ist ein großer Smash Up Fan. Wir haben ja auf dem BerlinCon Flohmarkt quasi von 0 auf 80% unserer Smash-Up-Sammlung irgendwie befördert, als wir diese Smash-Up-Geeky-Box gekauft haben. Und hier ist, es ist schon drin, einmal ein All-Stars-Faction-Deck und einmal ein Geeks-Faction-Deck. Ja, aber hier von Will Wheaton und so. Genau. Schon cool. Und der Rest ist wirklich einfach nur Karten, um die ganzen Decks zu storagen. Aber es sieht sensationell aus. Ich meine, für alle Smash-Up-Fans ist das, glaube ich, ein Muss. Ich verstehe auch nicht, warum die das auch nicht, die haben das auch gar nicht gefüllt im Angebot. Also, dass du nicht sagen kannst. Ach so, weil einfach das Ding kaufst. Ich meine, natürlich kann ich, es gibt noch alle Smash-Ups, meines Wissens kommen, egal, aber das einfach als Service, egal. Ich glaube, das würden Leute kaufen. Sagen, ja, ich habe gar kein Smash-Up. Was kostet das? 250 Euro mit Karten drin? Ja, komm, kaufe ich. Das Cover ist schon geil, wie viele Fraktionen die inzwischen haben. Ja, Hammer. Ja, das war's. Neu im Regal XXL, würde ich sagen. Neu im Regal XXL, ja, da haben wir natürlich überhaupt keinen Einfluss drauf. Es kann wirklich Wochen der... geben, wo überhaupt kein Spiel hier gezeigt wird. Und da wird es auch keine Folge neu im Regal geben, weil halt wir noch damit beschäftigt sind, Sachen abzuarbeiten, weil halt nichts angefragt wurde, weil auch nichts zugeschickt wird, was wir nicht angefragt haben und. Und es kann Wochen wie diese geben, wo wir mit 3-4 Spielen rechnen und dann plötzlich sowas hier alles vorstellen. Das freut uns natürlich, das ist wie Weihnachten mitten im Sommer. Und ich hoffe, euch freut es auch, weil wir natürlich uns bemühen werden, zu so vielen Spielen wie möglich
auch noch irgendwie ein Video in anderer Art zu machen, entweder in Let's Play oder es mal in irgendeiner Liste auftauchen zu lassen oder es natürlich im Idealfall zu rezensieren. Genau, und an alle Patrons, wir werden, es gibt noch im Juni natürlich auch nochmal ein Voting und ich werde jetzt auch immer gucken, dass ich die, so die neuen Regalsachen da auch besonders mit zur Wahl stelle, weil das habt ihr ja jetzt gesehen und da dürft natürlich auch gerne kommentieren, was wir machen sollen, was euch besonders interessiert, aber etliche Sachen werden wir natürlich so oder so machen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ah ja, und nicht vergessen, ich wollte nochmal sagen, ne, unsere Kampagne nicht vergessen, im Brettspielclub Spieleschmiede, wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen. Läuft immer noch, wir haben es schon geschafft, unser Goal, aber Stretch Goals sind noch zu erreichen. Vielen Dank weiterhin für den Support. Danke. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.